muss kurz was aufbauen. Es durfte nicht aufgebaut sein. Wir erleben gerade ein schwingbares System mit einer bestimmten Frequenz. Wir können uns alles um uns herum wie eine Sammlung aus schwingbaren Systemen vorstellen, mit einer bestimmten Frequenz. Ich nehme ein zweites dazu. Jedes System macht irgendwas. Die zwei sind nicht miteinander verbunden. Sie kommunizieren nicht. Ich ändere jetzt kurz den Kontext in der Hoffnung, dass das T gerade steht. Here we go. Hier haben sich gerade zwei Systeme synchronisiert. Sie sind in Resonanz gegangen, mitgeschwungen. Resonanz ist die Grundlage für den Austausch von Informationen, von Austausch von Daten, von Kommunikation und auch eine Grundlage des Verstehens. Wir können im Prinzip jedes System in Resonanz bringen, wenn wir seine Frequenz kennen und es stimulieren können. Wir nehmen so ein Weinglas und beschallen das mit seiner Resonanzfrequenz. Und irgendwann, wenn wir es laut genug machen, fliegt uns der ganze Quatsch um die Ohren. Ja? Wir sind in Resonanz gegangen. Warum erzähle ich das eigentlich? Die Sache mit dieser Resonanz, das ist die Grundlage für Verstehen. Und wenn ich ein Objekt in die Hand nehme, dann macht mein Gehirn erstmal gar nichts. Mein Gehirn ist taub und blind. Das hat nur eine Chance, über meine Hand, mein Auge, Wahrnehmung so lange zu halluzinieren, bis es irgendwie einen Erfolg hat. Ich begreife, das ist der erste Aspekt. Und dann wechsle ich die Perspektive. Ich betrachte, das ist der zweite additive Aspekt da drauf. Ich habe unterschiedliche Perspektiven und zu lernen, zu verstehen, bedeutet, ich bin fähig, meine Perspektive zu verändern. Kennen wir alle. Wir wurden durch Mathe durchgequält, oder? Manche fanden es geil, ich fand es geil. Und dann stand da x plus x plus x ist gleich 3x. Und das Einzige, was unser Mathelehrer von uns wollte, war, dass wir verstehen, dieses magische Zeichen in der Mitte bedeutet einfach nur, links ist eine andere Perspektive als rechts. Die Addition, die Multiplikation. Wenn wir in der Lage sind, darf ich dir die schenken, wenn wir in der Lage sind, unsere Perspektive auf die Dinge zu verändern, dann verstehen wir mehr, dann begreifen wir mehr und wir werden für den Rest der Welt resonanzfähiger. Wir können anders kommunizieren. Alles Theorie. Komm, wir probieren was aus. Florian, Long, Anton, macht mal die Augen zu. Augen zu. Florian, mach mal deine Augen auf, schau nach vorne, merk dir die Form. Augen wieder zu. Long, mach die Augen auf, schau nach vorne, merk dir diese Figur. Augen wieder zu. Anton, mach mal die Augen auf, schau nach vorne, merk dir das Objekt. Augen wieder zu. Die Fähigkeit, eine andere Perspektive auszuhalten, die mit der eigenen nicht übereinstimmt, das kennen wir alle. Jemand hat eine andere Meinung als wir. Ihr dürft die Augen wieder aufmachen. Ihr drei habt gerade alle dieselbe Form gesehen. Jeder hier im Raum hat dieselbe Form gesehen. Florian, was hast du gesehen? Ein Kreis, genau. Long, was guckst du so? Ja. Ein Dreieck. Anton, was hast du gesehen? Ein Quadrat. Ein Quadrat. Hat Florian recht? Ihr habt alle dieselbe Form gesehen. Du guckst schon ein bisschen angespannt. Ja. Dieses Aushalten einer anderen Meinung, obwohl man doch selber gesehen hat, ja, das nennt man die Fähigkeit zur Ambivalenz.
Natürlich haben wir diesen Kreis gesehen und wir haben das Dreieck gesehen und das Quadrat gesehen. Aber die Welt ist vielschichtig, mehrdimensional. Und in Wirklichkeit haben wir diesen Konokoneus gesehen, nur jeder aus einer anderen Perspektive. Wenn wir in der Lage sind, unsere Perspektive zu verändern, werden wir resonanzfähiger. Wir können uns mit ganz anderen Menschen jetzt unterhalten. Aber das hinzukriegen, das auszuhalten, erstmal drüber wegzukommen, dass jemand eine andere Meinung hat und nein, ich habe recht, ich sehe es doch, wie es ist. Ne? Das ist ein Reifeprozess. Durch den müssen wir erstmal durch. Das kennt ihr, oder? Klar. Easy. Weiß und Gold, Schwarz und Blau. Wir machen kurz den Test im Raum. Wer sagt, dieses Kleid ist Weiß und Gold? Bitte mal strecken. Schaut euch mal um. Wer sagt, das ist Schwarz und Blau? Wer würde jetzt gern mit seinem Sitznachbarn eine Riesendiskussion vom Zaun brechen? Aber sag mal, Alter, bist du bescheuert? Ne? Das ist Schwarz und Blau. Ich sehe Rosa und Grün. Haltet ihr das aus? Sobald wir darüber wegkommen, eine andere Meinung zuzulassen, emotionsarm, kommen wir in einen ganz neuen Modus. Gucken wir uns den mal an. Wenn ich zum Beispiel vorhabe, einen Vortrag zu erzählen, einen TEDx-Vortrag zum Thema, wie kann ich systematisch meine Perspektive wechseln, dann könnte ich mich in mein Zimmerchen setzen und ein bisschen grübeln, was könnte die Leute so interessieren. Ach ja, nee, auf gar keinen Fall. Wenn ich das mache, hänge ich in meinen eigenen Denkkonzepten drin, in meinen eigenen Konstrukten, in meinen eigenen Terminologien. Ich kann bestenfalls meinen Kreis ein bisschen größer machen oder mein Quadrat oder mein Dreieck. Aber ich komme alleine aus mir heraus so gut wie gar nicht in eine andere Perspektive. Dafür muss ich mich mit jemandem auseinandersetzen, der einen anderen Standpunkt hat, einen anderen Blickwinkel, mir seinen Blickwinkel anhören und auch in der Lage sein, ihn anzunehmen. Egal wie abstrus der erscheint. Okay, kein Brainstorming. Ich verrate euch was. Ich bin der faulste Mensch auf diesem verdammten Planeten. Ich nehme einfach aus meiner Schublade ein Blatt Papier. Das sieht so aus. Völlig unspektakulär. Stehen ein paar Sachen drauf. Ich nenne das Ebenenmodell, weil mir keine bessere Bezeichnung eingefallen ist. Ja. Und dann setze ich mich hin. Ich wollte einen Vortrag machen zum Thema Perspektivenwechsel. Oh ja, ich erzähle das aus einer prozessualen Sicht, weil ich liebe Prozesse. Und dann beschreibe ich das. Und ein paar hier im Raum lieben auch Prozesse. Und wir finden es alle geil und feiern voll ab. Und der Rest des Raums schläft. Ja, weil die sagen, nee, Prozesse interessieren mich nicht, sorry. Nehme ich jetzt eine andere Perspektive dazu, zum Beispiel Komponenten aus der Psychologie. Wachen ein paar andere Leute auf und sagen, das betrifft ja mich, das interessiert mich. Wir werden systematisch resonanzfähiger mit diesem ganzen Raum. Nehme ich jetzt noch eine emotionale Sichtweise, eine ökonomische Perspektive und vielleicht einen kreativen Standpunkt ein, werde ich mit immer mehr und mehr Menschen in diesem Raum resonanzfähig. In der Praxis mache ich das gar nicht so. Ich bin nämlich noch fauler. Ich komme ganz ursprünglich aus der Physik, bin jetzt im Online-Marketing tätig seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und wenn ich zum Beispiel vorhätte, eine Dienstleistung zu vermarkten oder ein Atomabsorptionsspektrometer oder ein Glas Honig, die Methode ist immer dieselbe, das mache ich nichts anderes, als mich hinzusetzen und einfach mal die Welt anzugucken. Wow, jeder hat eine andere Meinung zum Thema Honig und Bienen. Manche eine ganz abstruse, manche eine ganz tolle und so weiter und so fort. Ich mache nichts anderes, als in unterschiedliche Foren reinzugehen, in unterschiedliche soziale Netzwerke, auf E-Commerce-Plattformen, lese mir Rezensionen durch und mache nichts anderes, als unterschiedliche Perspektiven zu abstrahieren und in so ein Ebenenmodell reinzutragen.
Es sieht ungefähr so aus. Ich lese hier irgendwelche Rezensionen durch. Ah, manchen Menschen scheint der Geschmack wichtig zu sein, wenn es um Honig geht. Ja, klingt legitim. Honig, der euch nicht schmeckt, schmeckt nicht. Ich lese weiter. Ah, Aroma scheint den Menschen wichtig zu sein. Ah, der Geruch scheint Menschen wichtig zu sein. Was mache ich hier? Ich sammle reale Resonanzpunkte. Und ich lese weiter, abstrahiere weiter, fülle mein Ebenenmodell. Und manchmal komme ich an so Sachen wie, habe sehr positive Erfahrungen mit diesem Honig in Bezug auf meinen Nagelpilz gemacht. Das ist der Moment, wo ich mich daran erinnere, emotionslos einfach abstrahieren und eintragen. Ja, nicht drüber nachdenken. Zack, rein. Und nach ein paar Minuten habe ich schon ein komplettes Modell, wie ich das Thema Honig in diesem Fall betrachte, aus den Perspektiven all dieser Menschen da draußen. Das sind legitime Perspektiven, echte Resonanzpunkte. Jetzt nehme ich mir noch ein paar Minuten mehr Zeit und ich erreiche eine krasse Tiefe, ein Expertenlevel. Ich kann mich über diesen MGO-Wert unterhalten, sonstige Dinge. Das macht einen extrem effizient. Und dann kommt es vor, dass so aus diesem Schrott, den wir momentan im Web finden, den keine Sau interessiert, den auch keine Sau durchliest, mit der auch niemand resonanzfähig wird, über so ein Ebenenmodell was kreieren, was leicht konsumierbar ist und resonanzfähig. Da stehen die Dinge drin, die die Menschen interessieren, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen. Unterm Strich geht es darum, wir finden raus, was ist den Menschen wichtig, welchen Standpunkt haben die, egal wie krass dieser Standpunkt ist. Abstrahieren wir, bauen unser kleines Ebenenmodell und dann gehen wir raus und nutzen diese unterschiedlichen Perspektiven, um resonanzfähiger zu werden. Mit Florian, mit Long, mit Anton. Nützlich? So. Ich möchte mit euch noch ein Stück tiefer rein. Unterschiedlichkeit und Einzigartigkeit ist eine der geilsten Eintrittskarten in die Aufmerksamkeit und in die Neugierde der Menschen. Unterschiedlichkeit, Einzigartigkeit bedarf aber einen kreativen Prozess. Der braucht ganz viele Dinge, Zeit, Ressourcen und so weiter. Mit so einem kleinen Kniff in diesem Ebenenmodell erzeugen wir relativ entspannt eine schöne Grundlage für diesen kreativen Prozess. Ich zeige den einfach mal kurz. Im Lauf der Zeit sammeln sich bei euch Ebenenmodelle aus den unterschiedlichsten Bereichen. Für Vorträge, für die Masterarbeit, für Gehaltsverhandlungen, für Vermarktung, für Emotionen und so weiter. Und dann können wir hergehen und sagen, ich möchte dieses Thema mal aus einer komplett anderen Perspektive betrachten. Jetzt gehen wir in ein anderes Ebenenmodell rein, ein komplett artfremdes Ebenenmodell, und nehmen von dort aus Betrachtungsebenen rüber, die es dort noch nie gab. Ab jetzt sind wir in der Lage, Dinge aus einer komplett neuen Perspektive zu durchdenken. Ich würde das gerne mal ganz kurz hier im Raum anwenden. Wir machen ein kleines Experiment. Steht mal bitte alle ganz kurz auf. Wunderbar. Geht jetzt nicht ums Denken, es geht um Intuitionen. Ich bin wirklich gespannt, wie gut es funktioniert. Ganz locker machen, nicht denken, nur fühlen. Denkt an eine ganz einfache geometrische Form, eine ganz einfache, nichts Kompliziertes. Denkt an eine zweite, ganz einfache geometrische Form. Denkt an eine Zahl, irgendwo mitten zwischen 20 und 30, ganz spontan. Denkt an eine Grundfarbe. Ready? Und jetzt setzen sich alle ganz schnell hin, die an die Zahl 25 gedacht haben. Alle ganz schnell hinsetzen. Schaut euch mal um. Alle ganz schnell hinsetzen, die an die Farbe Blau gedacht haben. Und alle ganz schnell hinsetzen, die entweder an ein Viereck oder einen Kreis gedacht haben. Und darum geht es, dass wir mit einem Ebenenmodell möglichst faul, das heißt möglichst effizient in unserer Kommunikation einen ganzen Raum in Resonanz bringen. Dario, was hat bei dir nicht funktioniert?
Nein, das war ein Spaß. Ihr dürft auch euch auch setzen. Vielen Dank. Darum geht es. Wenn wir in Zukunft kommunizieren, möchten wir das so machen, mit wenig Aufwand, dass wir mit möglichst vielen Menschen in die richtige Resonanz kommen. Ich benutze die Methode jetzt schon wirklich lange und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere die auch nützlich findet. In diesem Sinn, ihr wart super, herzlichen Dank.